Nachtschicht im Deutschlandfunk. Als eines der drei Hörfunkprogramme des Deutschlandradios sendet der Deutschlandfunk von 4 bis 18 Uhr zu jeder halben und vollen Stunde die Nachrichten. Aber auch nachts informiert der Sender seine Zuhörer zu jeder vollen Stunde. Sören Brinkmann ist Redakteur und Moderator der Radionacht. Einmal im Monat ist er von 22 bis 5 Uhr morgens dafür verantwortlich, welche Informationen im Radio gesendet werden. Er informiert die Zuhörer über die Geschehnisse des Tages. Massive Corona-Ausbrüche und entsprechende Lockdowns für ganze Regionen. Vor 2 Jahren ist die deutsche Fleischindustrie stark unter Druck geraten und im Fokus die schlechten Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsformen. Viele der Themen sind bereits über den Tag vorbereitet worden. Also die meisten Sachen sind auch Wiederholungen aus dem Tagesprogramm. Wenn nachts aktuell was passiert, natürlich, dann schmeißt man das Programm um und dann überlegt man auch, wie man möglichst schnell die aktuellen Themen ins Programm bekommt. So geschehen am 24. Februar 2022. Als Russland nachts in der Ukraine einmarschiert, muss Sören schnell reagieren und das Programm unterbrechen. Und ganz aktuell berichtet der US-Sender CNN von Explosionsgeräuschen in der Nähe von Kiew oder in Kiew. Gesicherte Informationen dazu gibt es nicht, aber wir halten sie hier im Deutschlandfunk durchgehend auf dem Laufenden. Sören Brinkmann steht in der Kriegsnacht in seiner Redaktion alleine da. In der Nachtschicht für diese Sendung, da bin ich alleine verantwortlich. Das heißt, ich habe hier keine Regie, keinen Ablaufredakteur. Er kann sich zwar mit der Nachrichtenredaktion im Haus absprechen, aber dafür fehlt die Zeit. In den Studios haben wir immer Fernseher. So hatte ich dann ja in der Nacht auch unter anderem das CNN-Programm auf einem Monitor und konnte dann da sehen, wie dann tatsächlich der Reporter vor Ort in Kiew live berichtete, als dort die ersten Einschläge zu hören waren. Am Ende der Radionacht um 5 Uhr morgens kann Sören Brinkmann an die Kollegen der Nachrichtenredaktion übergeben. Und so war die Radionacht im Deutschlandfunk. Hier folgen gleich die Informationen am Morgen. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Start in den Tag. Aber diese Nacht ist auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Ich weiß, dass ich an dem Morgen dann nach Hause gefahren bin auf dem Fahrrad und wirklich ein beklommenes Gefühl hatte, einfach weil ich wusste, da passiert jetzt gerade was Fürchterliches, da beginnt gerade ein Krieg und ich fahre durch friedliche Straßen, glücklicherweise. Aber in der Situation, ja, dann hat man schon so ein mulmiges Gefühl irgendwie.